knubbel hier an dem Mikro rum. Und da bin ich ja mal gespannt. Das ist ja hier so eine Demo- oder Probegeschichte da wieder. Demo, das hat, glaube ich, genau. Demo, mal kurz anspielen und dann entscheiden. Aber wahrscheinlich fliegt es dann erstmal wieder. Was soll ich mit der Demo auf meiner Playsee? Ja, ist ja schön. Was ich alle mit der Vollversion machen kann, hör mal. Kann ich wahrscheinlich auch die Wohnung mitputzen. Mit der Vollversion kannst du deinen Charakter bearbeiten. Wonderful. Sansa. Schlechtes Wetter, wa? Disney. Spiel da mit der Scheibe. Ich wähle ihn direkt. One City. Kämpfe die einen Weg zum Fluchtportal frei. Gut. Ein Diskus. Oder heiße ich Diskus 01? Mit der Vollversion kannst du wöchentliche Herausforderungen spielen. Mit der wöchentlichen Vollversion. Genau, da kann ich alles Mögliche einstellen. Mit der Vollversion kannst du deinen Charakter bearbeiten und wöchentliche Herausforderungen spielen. Geil. So. Der Diskus stößt Daten durch Stoßen Energien aus. Das ist aber eine komische Schrift. Das ist schön. Was macht der denn da? Daten löschen, 50 Bits. Was? Nicht genug Bits. Ja. Datenlöscher, Ausstattung. Ja, ach so, spielen kann ich hier. Ich habe ja gar keine Bits. Ich habe ja 0 Bits. Boah. Programm, es kommt. Energieeinheiten sind auf der Rückseite des Anzugs. Behalte sie im Auge, um im Leben zu bleiben. 2000 Meter bis Portal. Bringen. Was muss ich denn hier machen an der Programm Wand? Zur sofortigen Desintegrierung ausgewählt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Diskus Arena online. 2000 Meter bis Flug des Programms. Statusvariable P. Okay, zwei wissen die Fuß. Unautorisierte Programmaktivität. Desintegriert. Ja, toll. Wie viel Leben habe ich denn da eigentlich? Diskuskampfsequenz startet in 3, 2, 1. Diskuskampfsequenz startet. 2000 Meter bis Portal. 3000 Meter.
Systemverletzung entdeckt. Systemverletzung entdeckt. Aua! Das ist aber irgendwie nicht zu gut hier. Rekord. Ja, witziges Spiel. Witziges Spiel, doch, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal. Ob ich mir das hole, ist eher fraglich, weil... Ja, ist ein ganz netter Zeitvertreib, aber... ich glaube nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.